Hallo und willkommen zu einem weiteren Race Guide. Diesmal Verfolgung um den Baum gewickelt. Wo finden wir das Rennen? Also das Rennen finden wir bei Jobs unter Jobspielen von Rockstar erstellt. Rennen, alles hochscrollen. Und dann haben wir hier das Rennen. Wie gesagt, ihr müsst immer hier, wenn ihr die Spiele von oder die Jobs von Rockstar spielt, in diesem Fall müsst ihr auf 4 Spieler Minimum warten. Ich habe es vereinfacht. Ich habe das Rennen versucht 1 zu 1 nachzustellen, und also mit dem Rockstar Editor, und habe quasi die Strecke nachgebaut, um das Rennen solo zu trainieren quasi. Gut, wo findet ihr mein Rennen? Mein Rennen, ich verlinke es unter in der Beschreibung, dann könnt ihr es euch bei euch auf der Map markieren lassen. Finden tut ihr es jetzt hier in Mirror Park, wo ich jetzt stehe. Wenn ihr es ja, wenn ihr den Link unten in der Beschreibung öffnet und das Rennen markiert, findet ihr es hier vorne. Jetzt sagen wir, starten gleich los. Wetter mache ich jetzt mal auf Mittag, damit ihr auch was seht. Sonnig, Verkehr, alles aus. Ich persönlich, ich spiele immer eigene Fahrzeuge aus. Hintergrund ist, damit es ein wenig fair ist. Und weil nicht jeder hat ein, ja, sag ich mal, ein getuntes Auto wie den Calico oder den Vectre. Deswegen finde ich es nur fair, dass man hier eigene Fahrzeuge ausschaltet, und dann kann jeder oder hat jeder die Chance, das gleiche Fahrzeug wie du hast zu wählen. Hier muss man jetzt nicht mehr auf weitere Spiele warten. Können wir gerade solo starten. Im ersten Run werde ich erstmal zeigen, wie ich die Strecke fahre, also meine Route. Am Start, wie immer, Gas geben. Dann bei der 1 oder kurz bevor die 1 weggeht, loslassen und bei Go wieder Gas geben. Sobald das Go ist, Gas, dann habt ihr einen Blitzstart. Also hier fahre ich Vollgas über diese Curbs. Hier müsst ihr aufpassen, hier nicht auf Curbs fahren, sonst verliert ihr die Kontrolle. Also ihr verliert nicht die Kontrolle, aber ihr habt Haftungsprobleme. Sobald ihr diesen Pfeil hier überfahrt, bremse ich schon an. So, um die nächste Kurve gehe ich rechts und ich bremse ab diesem Pfeil hier. Bremse ich an. So, jetzt gibt es hier zwei Methoden. Entweder ihr schneidet die Kurve hier über Curbs, kann sein aber, dass ihr die Haftung verliert und in diesem Takoladen landet. Oder ihr könnt sie ganz sauber von außen hier reinnehmen. So, hier fahre ich dann alles Vollgas runter. Und sobald die Büsche hier auf der Seite anfangen, bremse ich. Also sobald diese Büsche anfangen, bremse ich. Bremspunkte, muss ich auch zusagen, das ist vom Fahrzeug abhängig. Ich habe jetzt den ungetunten, ja, Standard Calico GTF. Wie es mit dem getunten ist, weiß ich nicht, habe ich nicht probiert. Wie gesagt, ich fahre immer ungetunt. Hier dann links rein. Alles Vollgas über Curbs hier, damit wir ein bisschen Curbs Boosting bekommen. Hier dann so weit wie möglich rechts halten, und sobald kurz vor diesem gelben Schild bremse ich an, und hier müsst ihr aufpassen, weil der Checkpoint, der liegt nicht in dem Scheitel, sondern etwas mittig in der Kurve, deswegen dürft ihr diese Kurve nicht zu eng nehmen, sonst erreicht ihr den Checkpoint nicht. Versucht ihn ja so in diesem Winkel zu nehmen. Nochmal ein Tipp, wenn ihr euch verbremst habt, könnt ihr euch hier hinten ausweichen, ansonsten versucht vor der Bushaltestelle durchzufahren, damit ihr nicht hängen bleibt. Dann fahre ich hier gleich rechts auf Bordstein, weil ab hier fängt schon an die Polizei zu kommen, und wenn ihr hier auf den Bordstein fahrt, klappt nicht, wird die Polizei euch nicht rahmen. Hier verlasse ich den Bordstein und versuche hier schon links reinzuschneiden. Hier könnt ihr auch, wenn ihr viel Speed drauf habt, also ich werde nachher im Video, wenn ich die Strecke voll fahre,
Ihr könnt hier auch voll gegenfahren, also das macht nichts. Also ihr gewinnt eher Zeit, als anstatt Zeit zu verlieren. So, hier auch alles Vollgas. Und dann ab dieser Ampel hier quasi. Ab dieser Ampel fange ich an zu bremsen. Wie gesagt, ich erwähne es nochmal, das sind jetzt meine Bremspunkte mit dem Calico, wie ihr ihn jetzt seht. Mit dem Vectra und anderen Fahrzeugen müsst ihr euch die Bremspunkte selber rausfinden. Hier fahre ich dann rechts rein. Hier bremse ich auch auf Höhe von dieser Garage, von der bemalten. Und lass ihn rollen. Ich lasse ihn hier um die Kurve rollen und gebe erst nach dem Scheitelpunkt wieder Gas. Hier wieder Vollgas. Ab dem Masten, also ab diesem Mast, bremse ich wieder kurz und lasse ihn wieder rollen. Und hier gibt es wieder zwei Methoden. Schade, ich kann jetzt, Entschuldigung, ich kann jetzt die Karte nicht aufmachen, aber hier gibt es jetzt zwei Methoden, wie ihr die Kurve fahrt. Entweder ihr fahrt jetzt geradeaus, also ich kürze hier ab. Ich fahre hier rein in diese Sackgasse. Also es ist keine Sackgasse. Hier müsst ihr aufpassen. Hier stehen zwei Mülltonnen. Ich habe sie jetzt auch nachgebaut, diese Mülltonnen. Bei mir sind sie aber starr. Ich kann sie nicht wegfahren. Das heißt, wenn ihr mein Rennen spielt, müsst ihr hier. Ja, das ist eng, aber es geht. Meine Mülltonnen sind starr. Das echte Rennen, die Mülltonnen sind dynamisch, heißt, die bewegen sich. Also wenn ihr dagegen fahrt, verschwinden sie. Hier fahre ich durch. Und hier habe ich jetzt zwei Poller hingestellt, weil wenn ich die Schranke dahin stelle, wie sie im Spiel ist, bei mir ist sie starr. Also ich kann sie nicht wegfahren. Die Poller kann ich wegfahren. Und bei der Schranke würde ich auch langsam drauf fahren. Also nicht volle Kanne, das hebt euch ab. Also wenn ihr mit dem Wagen volle Kanne auf die Schranke zufahrt, dann hebt euch der Wagen ab. Drauf fahren, durchbrechen, hier alles Vollgas. Und dann orientiert euch, also hier über meinem Spiegel, auf diesem Baum, hier hinten. Nach da orientiert ihr euch und dann springt ihr hier oben drüber. Also ihr werdet hier nicht hängen bleiben. An dem Baum werdet ihr nicht hängen bleiben, den überspringt ihr. Aber wo ihr hängen bleiben könnt, ist dieser Baum. Deswegen orientiert ihr euch an diesem Baum, Tannenbaum. Und wenn ihr es schafft, dann biegt hier links ein. Aber wenn ihr zu viel Schwung habt, werdet ihr wahrscheinlich durch diese Büsche durchfahren und dann müsst ihr hier aufpassen, weil wenn ihr die Büsche berührt, da bricht euch das Fahrzeug ein bisschen leicht aus. Also müsst ihr aufpassen. Hier dann auch wieder Vollgas über die Curbs. Hier kommt jetzt eine Polizeibarriere und da fahren wir links durch. Also hier fahren wir einfach links durch. Jetzt kommt die nächste Polizeibarriere, also hier könnt ihr auch ausweichen auf die, na sag schon, Bordsteine oder ihr bleibt einfach hier mittig und bremst auch hier links rein. Also bei diesem Maze Bank, bei dieser Maze Bank gehe ich schon links rein. Also ich bremse an nach der Barriere und gehe hier links rein. Lass es auch leicht rollen und hier beschleunige ich im Scheitel wieder. Hier kommt keine Polizei. Und ab hier kommt dann wieder Polizei, zwei, drei Fahrzeuge, die könnt ihr umfahren. Hier kürze ich dann, ja, zwischen Baum und Ampel kürze ich dann ab und im steilen Winkel hier runter. Wenn Verkehr an ist, müsst ihr hier aufpassen, wenn ein Fahrzeug entgegenkommt, dass ihr nicht in das Fahrzeug reinknallt. Dann ansonsten hier Vollgas runterfahren. Links an der Barriere, Polizeibarriere vorbei. So, jetzt kommt nochmal Polizeibarriere. Da sucht ihr euch entweder ganz links oder zwischen dem Bulli und diesem auf euch zuschauenden Fahrzeug. Ich fahre meistens immer ganz links durch. Dann kommen hier immer wieder Polizeiautos auf euch zu, den könnt ihr oder müsst ihr halt so gut wie möglich ausweichen. Hier fahre ich dann meistens immer komplett links, um den Polizeiautos auszuweichen. Hier ganz vorsichtig. Ich habe es jetzt mit Fässern simuliert. Das ist eine Nagelfalle. Das heißt, wenn ihr hier rüber fahrt mit den Standardfahrzeugen, habt ihr kaputte Felgen oder kaputte Reifen.
und fahrt auf Felgen. Deswegen haltet euch hier auf jeden Fall rechts. Da ist nichts. Haltet euch rechts, rechts am Bulli vorbei oder am Polizeifahrzeug. Hier genau das gleiche. Komplett rechts halten, rechts vorbei. Ansonsten hier wieder den ganzen Fahrzeug, Polizeiautos ausweichen. Hier dann mittig, also zwischen erste und zweite oder zweite und dritte Fahrzeug durchfahren. Ich fahre meistens zwischen zweite und dritte Fahrzeug durch und dann bremse ich hier kurz rein im steilen Winkel hier durch. Hier gibt es zwei Varianten, wie man das durchfahrt. Hier bei dem rosa Haus bremse ich an und biege hier links ab. Das heißt, ich biege hier links ab und da wäre das Ziel. Ansonsten, zweite Variante wäre, ihr könnt das Ziel von hinten anfahren. Und zwar, wenn ihr hier durchfahrt. Ihr fahrt nicht gleich links rein, sondern ihr fahrt geradeaus. Hier zwischen zweite und dritte. Dann fahrt ihr geradeaus und links, wo der leere Parkplatz ist, da bremst ihr ab dem Mast volle Kanne rein, voll in die Klötze gehen, zwischen diesen Bäumen rein, in den Kanal, aufpassen, dass ihr nicht hängen bleibt, hier durch und dann könnt ihr das Ziel von hinten reinfahren. Gut, ich würde sagen, wir starten jetzt das Rennen und ich werde es voll durchfahren, also im normalen Tempo durchfahren, nicht wie jetzt normal. Und ja, schaut einfach zu und wie gesagt, ist immer unterschiedlich. Verkehr, Fahndungslevel, das ist jetzt die Barrieren, die sind basiert auf Fahndungslevel 3. Und ja, ich werde das Rennen jetzt einfach nur wiederholen und ja, es in vollem Speed abfahren. Über die Curbs. Ab dem Pfeil bremsen. Hier ab den Büschen bremsen. Den Bremspunkt müsst ihr euch antasten. Wie gesagt, ihr könnt auch voll dagegen fahren, da passiert nichts. Hier werde ich jetzt etwas vorsichtiger durchfahren, weil, wie gesagt, bei mir sind sie stau, nicht dynamisch. Das meinte ich, aber so in etwa fliegt ihr auch bei der Schranke oder dieser Barriere, wo ich vorhin gemeint habe. Hier
dann links. Hier mittig durch und anbremsen. Voll ein bisschen vom Gas gehen. Ihr müsst ihr dem Polizeiautos ausweichen. Hier einfach links vom Polizeiwagen vorbei. Hier dann auch wieder Polizeiautos so gut wie möglich ausweichen. Über Curbs für einen kleinen Speed Boost oder Curb Boost. Hier rechts, komplett rechts und rechts halten, das ist wichtig bei den nächsten Barrieren. Hier dann zwischen 2 und 3. Hier steil reinbremsen. Nicht zu schnell, sonst fliegt ihr ab. So würden wir dann ins Ziel reinfahren. Wie gesagt, ich verlinke das Rennen in der Beschreibung. Ich verlinke dann auch alle meine Jobs in der Beschreibung. Ihr könnt gerne alle meine Jobs markieren und üben. Das ist eine sehr gute Alternative, um die Verfolgungsrennen zu üben, um verschiedene Routen auszuprobieren, die euch vielleicht besser liegen oder nicht. Es gibt mehrere Routen, die ihr fahren könnt. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das Video. Ich würde mich sehr gerne über ein Abo und Like freuen und schreibt es mir gerne und in die Kommentare, welche Rennen, Landrennen ich euch gerne auch noch zeigen soll. Dann versuche ich es. Ich will jetzt erstmal die ganze Verfolgungsserie aufnehmen. Dann nehme ich die Straßenrennen auf. Ja, und zwischendurch werde ich sowieso immer die ganzen Zeitrennen, Time Trails machen. Ansonsten, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.